Auftrag einer Agenda ausschließlich das Wohlergehen der Bevölkerung im Fokus haben, ihren Wohlstand und ihre Gesundheit, die ausschließlich aus wohlüberlegten Gründen, freilich nur zum Schutz des Bürgers, der Bevölkerung, ihnen ihre Grund- und Freiheitsrechte nehmen, den Bürger vor Desinformationen, vor Fake News, Pseudowissenschaften und ihren Verschwörungsmachern bewahren, die dem Bürger sagen, was er zu denken, was er zu glauben, was er zu sagen hat, was er darf und was er nicht darf, vor allem nicht selbstständig denken. Ehrenwert sind sie alle. Eine ehrenwerte Gesellschaft, Cäsar und Papst in einer Gestalt. Eine ehrenwerte Gesellschaft, die die Würde des Menschen verachtet. Doch die Würde des Menschen ist unantastbar. Seine Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Durch die geplanten Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften und den geplanten Abschluss eines Pandemievertrages soll eine von Milliardären, Lobbyisten und Konzernen finanziell abhängige supranationale Organisation, die von keinem Bürger dieser Welt demokratisch gewählt worden ist, Befehls-, Kontroll-, Überwachungs- und Sanktionsrechte über alle Bürger ihrer Mitgliedsländer erhalten. Ohne Haftung, ohne Rechenschaftspflicht, ohne Kontrolle, ohne Überprüfungsmöglichkeit, ohne! Die staatliche Souveränität und die Souveränität der Völker sollen der WHO, speziell ihrem Generaldirektor, vorbehaltlos und ohne Befragung der Bevölkerung, ohne ihre Zustimmung übertragen werden. Das ist Rechtsbruch und Verfassungsbruch. Das sollte auch dem österreichischen Gesundheitsminister bekannt sein, der bereits jetzt entgegen Artikel 44 Absatz 3 der Bundesverfassungsgesetze angekündigt hat, keine Volksabstimmung durchführen zu lassen. So soll hinter verschlossenen Türen ohne Einbindung der Bevölkerung unser Rechtsstaat, unsere Demokratie beerdigt werden. Doch die ehrenwerte Gesellschaft hat eines vergessen. Wir sind viele und wir werden immer mehr und mehr. Wir das Volk. Wir das Volk haben die Macht den Regierenden nur auf Zeit geliehen. Und wir, die Repräsentanten des Rechtsstaates und der Demokratie, können ihnen diese Macht wieder nehmen. Und wir werden sie ihnen nehmen. Wir werden es nicht zulassen, dass eine Minderheit von Soziopathen über der Mehrheit der Völker herrscht. Über jeden Einzelnen, seiner Familie, seiner Kinder. Wir werden es nicht zulassen. Wir sind heute hierher gekommen, um Nein zu sagen. Wir werden nicht mitmachen. Wer mitmacht, macht sich mitschuldig. Wer zuschaut, macht sich mitschuldig. Wer schweigt, macht sich mitschuldig. Wir sagen Nein. Wer überhaupt ist diese WHO und welche Verdienste zeichnen sie in der Vergangenheit aus? Hier nur einige wenige Beispiele.
2009 hat die WHO die Schweinegrippe als weltweite Pandemie ausgerufen, mit einer geschätzten Anzahl von über 7,4 Millionen Toten. Es waren tatsächlich 145 Tote. Die Pharmaindustrie hat enorm verdient, im Hintergrund die Impfindustrie. Allein Deutschland hat über 450 Millionen für Grippemittel und Impfungen ausgegeben, die allesamt dann vernichtet wurden. Im Jahr 2020 hat der Spiegel über diese Pandemie geschrieben, die Pandemie, die keine war. Und weiter zeichnet sich die WHO aus, 2014 durch die Tetanusimpfung in Kenia an Frauen vom 14. bis zum 49. Lebensjahr. Insgesamt sollten sie 3 Impfzyklen erhalten. Diese Tetanusimpfung hat viele Frauen unfruchtbar gemacht. Der Skandal wurde aufgedeckt von der katholischen Kirche und von Ärzten. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 1 Million Frauen in Kenia dreifach geimpft worden. Und aus jüngster Zeit wissen wir, die WHO hat diese Lügen- und Corona-Pandemie ausgerufen. Sie ist dafür verantwortlich, dass uns die Grund- und Freiheitsrechte genommen worden sind. Und nur am Rande sei noch bemerkt, die Empfehlung gleich am Anfang dieser Pandemie, Covid-19-Patienten zu intubieren, hat zum Tod vieler Menschen beigetragen. Die Corona- und Lügenpandemie war der größte rechtliche und medizinische Skandal seit 1945. Das Problem ist nicht der zivile Ungehorsam, das Problem ist der zivile Gehorsam. Ja! Gustav Radbruch, ein Staatsrechtler und Rechtsphilosoph, hat gelebt von Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Von ihm stammt die Radbruchsche Formel: Ein unerträglich ungerechtes Gesetz kann nie Recht werden, es kann nie Normengeltung erlangen. Und jetzt komme ich wieder zurück. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Niemand ist befugt, sie zu verletzen. Sie ist unantastbar. Das müssen wir uns hier immer merken. Und so auch die Unabhängigkeitserklärung der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1776. Alle Menschen sind von Natur aus gleich frei und unabhängig und haben bestimmte ihnen innewohnende Rechte. Sie haben ein natürliches Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Alle Regierungen leiten ihre Macht von der Zustimmung der Regierten ab. Regierungen, die gegen die Zustimmung der Regierten regieren, die die Regierten nicht aufklären, sie nicht informieren, danach trachten, den öffentlichen Diskurs zu verhindern, um hinter verschlossenen Türen eine Agenda umzusetzen, werden den Regierten für ihre Taten verantwortlich und haftbar. Und diese Verantwortlichkeit, Freunde, werden wir eines Tages schonungslos mit allen Mitteln der Demokratie und des Rechtsstaates, dem wir als freie Bürger verpflichtet sind, ohne Ansehung der Person einfordern und durchsetzen. Wir haben am 2. Juli dieses Jahres in Köln die IAL, International Associations of Lawyers for Human Rights, gegründet, eine internationale Anwaltsvereinigung. Es waren damals über 50 Anwälte bzw. Juristen aus 10 europäischen Ländern und aus Israel anwesend. Ich freue mich, dass einige von Ihnen, meine Freunde und Kollegen, heute zu uns gekommen sind. Und ich darf Sie jetzt auf die Bühne bitten. Christian Moser,
Dr. Philipp Rose, Brigitte Burkhardt aus Spanien, Jörg Vollenweider, ehemaliger Leiter der Staatsanwalt des Kantons Zürich, Dr. Beate Pfeil, unser Organisator Jens Biermann und mein hochverehrter und hochgeschätzter Dr. Alexander Christ, Vorstandsmitglied der Deutschen AFA. Und ihr Lieben, danke für euer Tun und ich sage es immer wieder und ich sage es jetzt auch. Es wird aber nicht den einen Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt geben, der uns retten wird kommen. Es braucht jeden einzelnen von Ihnen und von uns und den neu Aufwachenden, damit wir uns hier nicht in Zukunft nie mehr unterdrücken lassen. Nie, nie mehr. Und diese Herrschaften... Diese Herrschaften repräsentieren mittlerweile tausende Anwälte weltweit. Sie helfen uns, wo sie können, aber wir alle, ob Mediziner, ob Anwälte, ob Medienschaffende, wir brauchen jeden einzelnen von ihnen, weil wir sind eine Gemeinschaft. Und ich darf und ich freue mich schon darauf ankündigen, dass diese Herrschaften auf dem Truck dann am Zug, am Ringmarsch eben auch sprechen werden zum Teil. Und jetzt kurz darf ich noch bitte zu uns bitten, Chris, bitte komm zu uns, stell dich ganz kurz vor. Einen weiteren, längeren Beitrag hören wir von dir auf dem Truck, aber danke, dass auch du heute zu uns gekommen bist. Bravo! Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin Christian Moser, Rechtsanwalt und Steuerberater aus Erkrath bei Düsseldorf in Deutschland. Bin Mitgründer und war auch lange Zeit Vorstandsmitglied des Vereins Anwälte für Aufklärung und bin seit dem 1. August 2020 schon aktiv in der Bewegung, habe viel vernetzt und habe zuletzt auch noch einen Prozess beobachtet, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen möchte. Wir alle haben in den zurückliegenden 3 Jahren eine Zeit erlebt der Übergriffigkeit der Regierung und der staatlichen Organe. Diese Übergriffigkeit hat namenloses Elend und Leid über die Menschen gebracht, über das heute leider öffentlich nicht geredet wird. Dass darüber nicht geredet wird, hat natürlich seinen Grund. Denn wir haben es ja gehört, dass die WHO demnächst das Zepter übernehmen soll. Und natürlich darf dann nicht ans Tageslicht kommen, was wir in den letzten 3 Jahren erdulden mussten. Ja, sonst würden ja die Menschen das nicht zulassen. Wir als Anwälte für Aufklärung haben bereits ganz zu Anfang 2020/21 erleben müssen, dass die intimsten Vertrauenspersonen von uns allen Menschen, die Ärzte, als erste heimgesucht wurden mit Praxis- und Hausdurchsuchungen. Man hat sie unter Druck gesetzt, nicht mehr für die Gesundheit ihrer Patienten zu sorgen. Ein trauriger Höhepunkt ist nun jener Fall, den ich derzeit beobachte in Bochum, wo der Recklinghausener Arzt Heinrich Habig angeklagt wurde. Das Verfahren läuft noch weiter in der Revision. In insgesamt 6.800 Fällen, aber vor Gericht waren nur 600, da fängt der Schmuh schon an, falsche Impfzertifikate ausgestellt zu haben, weil er sich genau klar darüber war, dass die Impfung schädlich ist, nicht nutzt, so wirft man ihm vor und die Patienten wussten das auch. Und nun lautet also der Vorwurf, dass er seine Patienten vor dieser Giftspritze geschützt haben soll. Er wird aber nicht nur angeklagt, sondern er saß nun bis vor kurzem 16 Monate in Untersuchungshaft.
obwohl diese rechtlich eigentlich auf 6 Monate begrenzt sein sollte. Weil dies so ist, weil aber die Zahl der Fälle so groß war, hat sich das Gericht, ich will das hier nicht in allen Einzelheiten wiedergeben, in heillose Widersprüche und Widerrechtlichkeiten verstrickt, die jeder Rechtsstaatlichkeit hohn sprechen. In Deutschland erleben wir zurzeit, dass die Bundesinnenministerin Nancy Faeser in der öffentlichen Kritik steht. Weil sie den Präsidenten des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik abgesetzt hat, ohne dafür Gründe zu haben. Wobei sie allerdings, um solche Gründe vielleicht finden zu können, zunächst versuchte, den Inlandsgeheimdienst, den sogenannten Verfassungsschutz, dazu anzustiften, solche Gründe irgendwie zu finden. Selbst der Geheimdienst fand keine. Und so war es letztlich eine Kampagne aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die ihr den von ihr so angenommenen Grund lieferte, ihn zu entlassen. Das ist keine Ausnahme, sondern das ist das, was wir alle in der Bewegung in den letzten Jahren am eigenen Leibe erfahren haben. Ebenfalls in Bochum lebt, so wie ich, der Vorsitzende der Polizisten für Aufklärung, Lars-Björn Oberndorf. Der Verein Polizisten für Aufklärung ist natürlich im Visier der staatlichen Organe, weil dort sich aktive und inaktive Polizisten sammeln, die sich Sorgen um unsere Grundrechte machen. Die Regierung versucht nun schon lange, diesen Verein zu kriminalisieren, was ja nun sehr bezeichnet ist. Und so wurde Lars-Björn Oberndorf als Vorsitzender dieses Vereines im Zuge dieses sogenannten Rollator-Putsch-Verfahrens als Zeuge, ich wiederhole Zeuge, tatunverdächtige Person von der GSG 9, der Antiterrortruppe des Bundes, heimgesucht. Und obwohl er formell völlig unbelastet ist, weil man ihm keinen Rechtsverstoß fand und er aus einer Widerstandsfamilie stammt und sein Leben daraus bestand, dass er sich gegen jede Form der Abschaffung unseres Grundgesetzes wandte, auch gegenüber öffentlichen Stellen, will man ihm nun die waffenrechtliche Erlaubnis entziehen mit der Begründung, dass er mit uns gut vernetzt sei. Wir sehen also, dass die staatlichen Organe sich gegen uns wenden, obwohl nach demokratischem Verständnis wir die der Souverän sind. Die WHO schickt sich an, ohne uns, über uns zu regieren. Sie sagt, der Weltstaat bin ich. Wir, die Völker aber, rufen ihr entgegen, der Staat sind wir. Danke. Ein herzliches Dankeschön an alle Anwälte, die jetzt hier auf der Bühne sind, die draußen in der Welt sind. Danke, dass Sie für uns da sind. Ich darf Sie bitten, wir hören ein paar von den Anwälten nachher wieder noch auf dem Truck. Danke vielmals. Und jetzt darf ich bitte einen Lehrer, der schon zum Sporttraining mit den Kindern muss, dringend auf die Bühne bitten und die Anwälte bitten, dass wir uns dann unten wiedersehen. Lieber... Bravo. Danke. Bravo.